Das neue Jahr beginnt bei den Fluggesellschaften auf der ganzen Welt eher nicht so gut, mit recht überschaubaren Aussichten für das Jahr 2021, aber auch mit einem gewissen Optimismus. Denn man hat in den letzten Monaten viel gelernt, musste gefühlt alles einmal zusammenstreichen und von jetzt an kann es eigentlich nur noch besser werden, gerade im Hinblick auf die bereits verfügbaren Impfstoffe. Ist aber auch ein Thema, was eine ganze Menge Fragen aufwirft und viel Diskussionsstoff mit sich bringt und deswegen jetzt mal einen kleinen Überblick dazu. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Das Wichtigste an der Stelle direkt mal vorweg. Es geht im weiteren Verlauf des Videos definitiv nicht um meine persönliche Meinung zum Thema Impfung, sondern um einen möglichst unpolitischen Überblick darüber, wie große internationale Fluggesellschaften ihre Rolle und ihre Verantwortung im Hinblick auf Coronimoni interpretieren. Es geht um einen Kompromiss zwischen der möglichst schnellen Rückkehr zu vollen und damit gewinnbringend fliegenden Flugzeugen und dem sicheren und verantwortungsbewussten Reisen in Zeiten einer Pandemie. In Deutschland sprechen sich Regierungsmitglieder ganz bewusst gegen eine Impfpflicht aus. Das kann man erst einmal so stehen lassen. Ein Punkt, der dafür entscheidend ist, man möchte verhindern, dass geimpfte Menschen in der Gesellschaft als, ganz einfach gesagt, gute Menschen gelten oder angesehen werden und ungeimpfte Menschen als schlechte Menschen. Denn das ist natürlich absoluter Quatsch. Was aber ist dann, wenn Restaurants, Fitnessstudios oder eben auch Fluggesellschaften entscheiden, nur noch Leute reinzulassen, die gegen Coronimoni geimpft sind? Denn den Restaurants oder eben den Fitnessstudios ist es ja selbst überlassen, welche Kriterien sie setzen, um Leute reinzulassen. Und auch die Fluggesellschaften bestimmen ihre Beförderungsbedingungen zu einem Großteil selbst. Das hätte womöglich in naher bis mittlerer Zukunft in der Gesellschaft denselben Effekt. Aufs Einfachste runtergebrochen wären geimpfte Leute die Guten und ungeimpfte Leute die Schlechten. Aktuell wird das diskutiert unter der Bezeichnung Impfpflicht durch die Hintertür. Das kann eigentlich kaum wünschenswert sein und ist logisch betrachtet zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich auch noch keine sonderlich relevante Diskussion. Denn ein Großteil der Menschen, welche in den nächsten Monaten oder wahrscheinlich sogar das gesamte Jahr 2021 noch keine entsprechende Impfung erhalten werden, sind definitiv keine unbelehrbaren Impfgegner, sondern höchstwahrscheinlich einfach nur gesunde Menschen unter 60 Jahren. Und die sind dann einfach noch nicht dran. Wie wild an allen möglichen Ecken und Enden dann mit vermeintlicher Normalität zu werben, zum Beispiel eben beim Thema Fliegen, wenn es darum geht, geimpfte Leute, nur noch geimpfte Leute an Bord zu lassen, ist also in naher Zukunft weder fair noch in irgendeiner Form praktikabel. Denn es würde über mehrere Monate hinweg, wenn nicht sogar über Jahre hinweg, die Zielgruppe, also die Anzahl potenzieller Passagiere, massiv einschränken. Das ist aber deswegen auch gar nicht der Plan. Mit anderen Worten, keine Fluggesellschaft der Welt wird in den nächsten Monaten mit einer Forderung nach der entsprechenden Impfung um die Ecke kommen, denn sonst würde ganz einfach so gut wie niemand mehr mit der Fluggesellschaft fliegen. Vielleicht gar nicht unbedingt, weil die Leute dann nicht mehr mit dieser Fluggesellschaft fliegen wollen, sondern viel eher, weil dann so gut wie niemand mehr mit der Fluggesellschaft fliegen könnte. Wirklich plausibel wird der Gedanke über eine verpflichtende Impfung zum Antritt einer Flugreise also erst dann, wenn wirklich jeder oder zumindest ein Großteil der Menschen eine Chance auf eine Impfung bekommen hat bzw. ein entsprechendes Impfangebot erhalten hat. Und das wird dauern. Oder anders gesagt, Privilegien für Geimpfte kann es eigentlich nur dann geben, wenn jeder geimpft werden kann, der geimpft werden will. Diese oft getroffene Wortwahl, also da jetzt von Privilegien zu sprechen, ist aber auch nicht ganz passend, denn es geht ja gar nicht um irgendwelche neu geschaffenen Sonderrechte, die man dann an Geimpfte verteilen würde, sondern es geht ja vielmehr um die Frage, wie man möglichst schnell, möglichst vielen Menschen die Rechte zurückgeben kann, die man ihnen vor einem gewissen Zeitraum genommen hat oder sie zumindest eingeschränkt hat. In diesem Zusammenhang, wenn es darum geht, dass Geimpfte keine Privilegien von Nichtgeimpften haben sollten, wird immer wieder von Solidarität gesprochen. Allerdings, Monat um Monat auf Freiheiten und Rechte zu verzichten, was neben wirtschaftlichen Problemen ganz offensichtlich zwangsläufig auch psychische und physische Probleme mit sich bringt, dürfte auch den Leuten, die Solidarität ganz hoch hängen, spätestens dann ganz ordentlich auf die Eier gehen, wenn ausreichend Impfstoff verfügbar ist, allerdings einfach nicht die nötigen Prozentpunkte für die so oft erwähnte Herdenimmunität erreicht werden. Denn dann geht es ja ziemlich schnell um die Frage, ob man einen Teil der Bevölkerung unfair behandelt, weil man diesen Teil zu einer Impfung verpflichten möchte, oder ob man einen Teil der Bevölkerung unfair behandelt, weil dieser trotz Solidarität und in Anführungszeichen Mitmachen Monat um Monat einfach nicht sein normales Leben zurückerhält. Mit anderen Worten kann man dann also fragen, kann und sollte man Menschen, die sich bei der Verfügbarkeit eines Impfstoffes für sie impfen lassen wollen und auch impfen lassen,
weiterhin Monat für Monat aus Restaurants, Bars, Clubs, wo auch immer oder eben von internationalen touristischen Flugreisen ausschließen, nur weil man definitiv gar keinen Unterschied zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften machen möchte? Dazu gibt es halt eine ganze Menge unterschiedliche Meinungen, von Regierung zu Regierung oder eben auch von Airline-Chef zu Airline-Chef. Mit einer etwas radikal wirkenden Ankündigung machte bereits Ende November die australische Fluggesellschaft Qantas auf sich aufmerksam. Alan, when there is a vaccine, are you going to require all of your passengers to be vaccinated before they get on a plane? Yeah, we are looking at changing our terms and conditions to say for international travelers that we will ask people to have a vaccination before they can get on the aircraft. Das heißt so viel wie, wir werden von internationalen Reisenden verlangen, dass sie geimpft sind, bevor wir sie an Bord lassen. Das klingt ziemlich eindeutig. Die australische Fluggesellschaft werde also, so sieht es zum aktuellen Zeitpunkt aus, sobald ein Impfstoff allgemein verfügbar ist, auf internationalen Flugreisen nur noch Passagiere an Bord lassen, die geimpft sind. Die Fluggesellschaft wird also einen Impfnachweis verlangen. Dafür sollen dann die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Qantas angepasst werden. Bereits einige Monate zuvor, im August, hatte Australiens Premierminister über eine Impfpflicht gesprochen. Die Impfung solle so verpflichtend wie möglich sein. Der Qantas-Chef Alan Joyce sprach dazu auch darüber, dass er auch bei anderen international agierenden Fluggesellschaften ähnliche Einschränkungen erwarte und dass man sich bereits lange Gedanken darüber machen würde, wie man so etwas in Form eines elektronischen Impfpasses umsetzen könnte. Und tatsächlich die IATA, also die International Airline Transport Association, hat bereits im November ganz konkret einen Travel Pass vorgestellt. Etwas, welches in der ersten Jahreshälfte 2021 als Smartphone-App verfügbar sein soll und dann international anerkannt, international lesbar, ein negatives Testergebnis und oder eine entsprechende Impfung verifizieren soll. Das heißt zwar nicht, dass alle Airlines, welche der IATA angehören, hier automatisch sofort mitziehen müssen und eine Impfung damit zur Pflicht machen müssen, um Passagiere zu befördern. Allerdings, sollte sich diese Lösung als praktikabel erweisen, kann es ja durchaus sein, dann ist es durchaus plausibel, dass sich Staaten untereinander abstimmen und nicht nur ein negatives Testergebnis, sondern eben auch eine entsprechende Impfung zur Einreisebestimmung machen. Und in dem Moment, wo das Ganze zu einer Einreisebestimmung wird, bleibt den Fluggesellschaften gar nichts anderes übrig, als auf entsprechenden Strecken auch wirklich nur geimpfte Passagiere ins Flugzeug zu lassen. Wird einem Passagier bei Ankunft am Zielflughafen die Einreise verweigert, weil er nicht die entsprechenden Einreisebestimmungen erfüllt, dann ist es Aufgabe der Fluggesellschaft, ihn auch wieder zurückzubefördern. Und das möchte man logischerweise vermeiden. Es könnte damit also zum Standard werden, dass am Startflughafen bereits getestet wird und oder ein negatives Testergebnis überprüft wird und oder die Impfung überprüft wird. Das ist prinzipiell auch gar nicht unbedingt etwas Ungewöhnliches oder gar nicht unbedingt etwas Neues. So ist zum Beispiel für die Einreise in einigen Ländern der Welt eine Gelbfieberimpfung Pflicht. Für einige ganz allgemein, für andere, wenn man aus einem Risikogebiet kommt oder vorher ein Risikogebiet besucht hat, wie auch immer. Diese Option, schnellstmöglich auch für eine entsprechende Coronimoni-Impfung zu ziehen, ist vor allem dann interessant, wenn es als Alternative zu den ja jetzt häufig bestehenden Einreisebeschränkungen und vor allem zu den bestehenden Quarantäneregelungen anerkannt wird. Denn wenn einzelne Länder so weit sind, dass sie touristische Reisen wieder möglich machen können, dann gibt es wenig Dinge, welche die Lust auf das Reisen so sehr nehmen, wie das eine nach dem Flug anstehende Quarantäne tut. Deswegen ist das Wort Alternative so wichtig. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte im Gegensatz zu seinem Qantas-Kollegen öffentlich, dass er zwar erwarte, dass auf Langstreckenflügen bald auf bestimmten Strecken nur noch getestete oder geimpfte Passagiere unterwegs sein werden, die Betonung liegt dabei auf dem Wort oder, und dass es bei der Lufthansa keine allgemeine Impfpflicht für die Passagiere geben werde. Das wolle und könne man als Fluggesellschaft nicht vorschreiben. Ist dann weltweit eine geforderte Immunität erreicht, wäre ein Impfnachweis oder ein Test wieder überflüssig. Er betonte außerdem die Wichtigkeit dieser Vorgehensweise als Alternative zu den jetzt eben teilweise noch bestehenden Quarantäneregelungen. Die Meinungen zu diesem Thema sind also ganz unterschiedlich. Und sicherlich noch sehr viel unterschiedlicher, wenn man sich nicht nur diese beiden Airline-Chefs anschauen würde. Aber wirklich viele große Statements gibt es dazu leider noch nicht. Aber ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Ich freue mich sehr auf die Diskussion in den Kommentaren. Bin wirklich gespannt, was da alles so bei rumkommen wird. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielleicht waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank für euren großartigen Support. Und tschüss.